Hallöchen! Willkommen bei einer neuen Folge Let's Play mit dem Ed. Wir spielen weiter beim Tribe Builder. Okay, mir ist der Name entfallen, Entschuldigung. Ihr seht es im Titel. Wir machen direkt weiter mit unserem Werkstattbau, den wir machen sollen. Gegessen haben wir, schlafen sollten wir bald. Steht irgendwo, was ich brauche. Altar. Gefahr. Stamm. Karte. Stimmt, ich kann ja theoretisch irgendwann meinen eigenen Stamm bauen. Die Werkstatt. Ach, das ist die Blaupause. Die Map ist hübsch. Und das sind Altare. Ach. Interessant. Oh. Oh, nett. Ja, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viel Bambus mir gefehlt hat. Ich habe nicht mitgezählt. Und es ist auch nicht im Kopf behalten. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich das Laufen allgemein einschalte. Das ist nämlich möglich. 1, 2, 3, 4... Fehlt noch eine Menge. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück, wenn ich das richtig sehe. Es wird dunkel. Ich habe keinen Bambus in der Nähe. Dann nehme ich mir schnell von hier welchen. Hast du? Danke. Es war zwar nicht geplant, aber es ist schon so dunkel. Und wir müssen bald schlafen. Es wären sogar 7 gewesen. So, gelbes Gras. 4. Miezekatze. Wow. Miezekatze. So. Holz. Bambus? Schlafen. 8 Uhr morgens. 7 Uhr morgens. Versuchen wir mal einen normalen Schlafrhythmus. Ich muss jetzt nur kurz... Jetzt ist die Katze weg. Hm. Dieses Tier. Gut. Aber wenn wir schon dabei sind. Speichern. Sehr schön. Fortschritt. Truhe, Rucksack. Ach, so geht das auch. Knochen. Ich lege mal das Holz ab. Das Leder. Den Bambus. Den Weihrauch. Ne, den benutzen wir gleich. Kräuter. Die legen wir ab. Stock und Stein behalten wir mal. Ach, das Zeug hat auch ein Verfallsdatum. Oh, sind wir hier bei Grünhell gelandet. Gut, den Kram haben wir alles. Den Rest können wir noch nicht machen. Gut. Ich
Ist doch ganz nett. Es regnet. Finde den Ältesten. Schwer zu finden, ne? Kann ich vorher noch schnell was essen? Heilung 10. So, Ordnung muss sein. Okay. Stammesälteste. Der Bambus ist nachgewachsen. Finde den Ältesten. Wieso ist der da oben? Axile! Aber du, Manahana Hula. Corta, ist con abuela, una colica. Y se cuema con ahana tica huela si. Hona, hona sueca. Tusa, una cara, una huela. Y se con ahana butaquela borrata kawata. So, fange Fische. Benutze das Adlerauge, um den Speer zu finden. Um den Speer zu finden? Wenn ich ihn verloren habe, oder was? Links. Oder L? Alt? Sich auch einfach merken, wo er wo ist jetzt das Tier hin? Das ist, glaube ich, ein Biber, oder? Ein sehr schnelles Biberlein. Ach, was soll's. Da ist Wasser. Kann ich dieses Wasser trinken? Ich kann das trinken. Oh, ist das dein Ernst? Ich wüsste nicht, warum ich das so machen soll, ehrlich. Das ist leichter, ich stelle mich einfach ins Wasser. Ich habe eigentlich auch schon genug, aber... Sollte reichen, oder? Große Sprünge schafft er aber auch nicht. Hier wird Bambus.
Aber wir gehen erstmal angeben. Einmal angeben. Ja, ne? Ich habe Fisch gefangen. Wow. Kennt ihr den Film Castaway mit Tom Hanks? Hier ist ich auch 4 Jahre auf der Insel und der kann den Speer werfen, um den Fisch zu fangen. Axile, aber du, Konahalla, Walla. Gorda, Kona, Gorda, Rita, Guessa, Kona, Takita, Gorda, Kona, Barita. Aber du, Konahalla, Axile, Kona, Mantika. Cruella, una toponia ina. Mosa hana vuela, de fonda na huda hana ea. Huisa muhoina, cara hija fica, una takaina mola. Guana, tine waila. Uraha, cara hina, una urtaina. Xunga, cara ripara, huela, na kunda hana ripa honaya. Führe Rituale am Altar durch, um den Zugang zu Bauplänen für neue Gebäude und Gegenstände freizuschalten. Denke daran, die Kosten für das Ritual zu überprüfen, bevor du zum Altar gehst. Altarmenü öffnen auf O. Ach. Ah. Aha. Weil man sich dann den Weg spart, vermute ich mal. Es ist natürlich ganz praktisch, dass wir schon gegessen haben. Ach so, nur der Zweig da. Ja? Ach so, das war Kräuter. Das sind aber... Dass die so willkürlich genommen werden, das finde ich ein bisschen... semi... Wäre interessanter, wenn man das verschieden zusammenmischen müsste. Aber okay. Der endlose Vorrat ist geil. Aber nicht sehr realistisch, das muss man schon sagen. Habe ich sowas wie Ausdauerleiste? Ich habe eine Lebensleiste. Lege den Weihrauch auf den Altar. Warte, bis das Ritual beendet ist. Bin ich hier? Sagt er mir, ich kann mit der Axt hier was reißen? Weihrauch. Drücke O. Was habe ich gemacht? Lege den Weihrauch auf den Altar. Ah! Oh. Eine Vision, ein Bambustote.
Geschäfte. Wenn wir schon dabei sind. Dafür brauchen wir Bambus. Den haben wir abgelegt. Hier ist einfach ein Feuer. Machen wir mal 3 Fleische fertig. 3 Essensrationen. Aus dem Fisch. Was ist das? Pflanzen. Muss gebacken werden. Okay. Können wir ein Schlafgemach bauen und eine Fischerhütte. Die Fischerhütte gehört mehr so ans Wasser. Wir könnten gleich noch ein bisschen Bambus mitnehmen. Falls wir welchen vorbeikommen, versteht sich. Warte mal, bis er oben ist. Ah, Axile! Hawa kuna brita tukona tata wichuale. Ich habe etwas Seltsames gesehen. Eine Vision. Der Feuerberg war wütend. Überall Feuer. Außerdem seltsames Zeichen. Und ein großes Boot. Ich glaube, ich bin verrückt. Aha! Atalanta, das Boot, die was an der Brücke, Bus, Kamura, Raka, Natalia, Bus, und da kann dieser Korrika da, Bus, von der Hand, das Abide, Bus, muss man gerne karakribe, diese Konavuela, Konatika. Wella haba hanna wadahida dika. Ribe konahana wella. Konaku kodawita wohela konafroko. Kondaka handuwida. Noko hanadawia. Ise konahoida mantina hoya la golela. Wala tribe. Wasaninda konahunda hatahinisina wa. Wula. Na Hutta, Rasa na Wafrüschenina. Das mache ich. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Waina, Raba Huna, Fora Hrika Huya. Usami, da Kona Takahana Huita, Kona Hunda. Ise Waina, Kona Hada, Pika Kona Harika. Stammesproduktion. Die Kosten für fortgeschrittene Rituale und besondere Hütten sind hoch. Lass deine Stammesangehörigen für dich arbeiten, um genügend Ressourcen zu sammeln, und konzentriere dich auf das Management. Liefere Werkzeug und Nahrung an bewohnte Hütten. Drücke T, um die Stammesübersicht zu öffnen. Ah, Dorflage. Okay, das hat jetzt Siedler-Vibes. Das hat absolut Siedler-Vibes. Wohnbereich, Dorfhöhle. Okay.
Der kann ganz schön weit springen. Baue. Benutze die Karte, um den Fluss zu finden. Drücke M. Ach, wir gehen wieder dahin, wo wir vorhin waren, oder? Das sieht doch nämlich nach einem ganz netten Plätzchen aus. Vor allem... Ja, schauen wir mal. Ein Weihrauch? Ja gut. Trinkschlauch? Oh. Kuh? Schlafhütte? Nein. Fischerhütte. 5 Holz. Gründungskosten. Kriegst du halt ein Holz von mir. So. Jetzt hast du genug Holz, ja? Mit Kuh? Fischerhütte. Ist halt die Frage. Bauen wir das direkt ans Wasser oder eher oben? Ach komm. Auch so riesengroß, ne? Es muss näher ans Wasser. Es wird dunkel. Ist hier genug Platz? Hoppla! So war das jetzt gar nicht gewollt. Egal. Lass mal. Kein Bambus. Moment. Habt ihr den gerade gesehen, den Vulkan im Hintergrund? Der da hinten. So. Ich nehme das jetzt einfach alles mal mit. Schlafen geht noch ein bisschen. Eigentlich ist es gar nicht mal so schlecht gesetzt, auch wenn es gar keine Absicht war. Stelle ein Bambustotem her.
hatten wir dafür gebraucht? Oh! Ich dachte mir schon, es kann doch noch nicht fertig sein. Warum bin ich jetzt eigentlich dazu verpflichtet, den Stamm neu aufzubauen? Ich bin ein praktisch Fremder. So, Entschuldigung, da hat es gerade im Hals gekratzt. Aber wo wir schon dabei sind. So. Was fehlt? Was fehlt? Das fehlt. Ein Bambustotem. Okay. Ich würde sagen, den machen wir jetzt noch. Dann muss ich mich leider für diese Folge schon verabschieden. Ich kann mir nicht helfen, das da oben am Kompass sieht aus wie ein Schiff. Nicht wie... Ich weiß halt jetzt nicht auswendig, was wir brauchen. Zehn Bambus? Ja, natürlich. Als ob da so viel wachsen würde. Ich meine, ja, Bambus wächst schnell. Der kann bis zu 30 cm am Tag in die Höhe schießen. Aber... 10 Stück ist trotzdem übertrieben. Der will nicht. Ah, deswegen. Ist ja schwer zu erkennen, ob sie schon gefällt sind oder nicht. Wir müssen auch sehr schnell schlafen gehen. Also sehr bald. Haben wir die Zeit noch? Jetzt haben wir die Zeit noch. 11. Nicht zu lange schlafen. Wir waren ein bisschen lange wach. Öffnungsgebet, Weihrauchheiz. Wird auch doof, ne? Oh, Leute. Zum Glück ist das in der Nähe. Werkstatt. Totem. Herstellen. Danke. So. Das machen wir noch. Perfekt. Ups. Einmal das. Speer.
Karte 1. Ist das unser Arbeiter? Der war aber schnell da. Na gut. Dann. Schön speichern. Dann. Danke ich an dieser Stelle fürs Zugesehen haben. Schaut gerne beim nächsten Mal wieder rein. Oder bei mir im Stream. Ich bin am Wochenende live. Link dazu in der Beschreibung. Beim nächsten Mal. Nochmal mit dem Ältesten reden. Und vielleicht endlich eine Schlafhütte für uns. Bis dahin. Bye bye.